Yo, 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 was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's allen gut, denn heute schauen wir uns mal Videos an, wo man sich danach denkt, Bro, what the f***? Was passiert eigentlich nicht auf der Welt? Deswegen macht euch schon mal bereit, wieder ein paar Gehirnzellen von euch an mich abzugeben. Viel Spaß! Ich bin auf so einen Clip gestoßen von einer Nachrichtensendung, wo darüber berichtet wird, dass gerade in ganz Deutschland alles glatt ist und man besser auf den Straßen aufpassen sollte. Und das ist einfach passiert, während die darüber berichtet haben. Vielerorts, wie hier in Augsburg, verwandelten sich Straßen und Fußwege in spiegelglatte Eisflächen. Chaos im morgendlichen Berufs... Die haben einfach direkt das Beispiel dazu eingeblendet. Den Kameramann interessiert gar nichts außer seine Aufnahme. Junge, die haut's einfach komplett auf die Fresse und die halten einfach nur drauf. Oh, perfekt. Das passt perfekt in die Sendung. Schick mal auf Helfen. Hauptsache, wir haben das Ding drauf auf Kamera. Klasse. Aber gut, ich muss sagen, das nenne ich eine gute Berichterstattung. Auch gleich mit Beispielen eingeblendet, was passiert, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Dieser kleine Junge hier hat irgendeine Wette verloren und muss jetzt den Ronaldo Jubel machen, während der Oberkörper frei aus seinem Haus rennt. Ты больше не собака. Теперь ты человек. Ach du heilige Scheiße. Was für ein Timing. Genau sowas passiert, wenn man eigentlich nichts Schlimmes erwartet. Auf einmal stehen da diese zwei Mädchen und du blamierst dich komplett vor ihnen. Ja, ich würde mal sagen, reingeschissen. Wie unangenehm das für ihn sein muss. Er hat gedacht, er zieht das jetzt kurz durch, wird sowieso niemanden interessieren und auf einmal sind die zwei da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn ich Langeweile mit den Jungs hab, dann keine Ahnung, chillen wir ein bisschen, gehen vielleicht raus oder machen irgendetwas anderes Cooles, wo man sich entspannen kann. Aber was die Jungs hier machen, wenn sie Langeweile haben, ist absolut verrückt. Bro. Alright, boys, I want to see a clean race. I don't want any kicking. Nein, 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 nein. Die lassen nicht wirklich Schildkröten gegeneinander rennen. An das liebe YouTube-Team und die Tierschutzorganisation. Keine Sorge. Keine von diesen Schildkröten wurde verletzt. Und die beiden haben ja selber Lust. Und die bekommen beide danach noch eine schöne Massageeinheit und gutes Essen. No cheating. I don't want any scratching. No kicking. No kicking. On your mark. Get set. Go. Go. Yes, sir. Yo, okay. Ich habe als erstes gedacht, dass die Schildkröte safe gewinnt, weil die auf einmal im Vollsprint wie Usain Bolt nach vorne geht. Aber dann hat die andere noch einen Geheimtrick ausgepackt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, ohne Hilfe. Aber auf einmal schlittert die da am Vollspeed lang und gewinnt auch noch auf dem letzten 10 cm. Da würde ich mal sagen, GG's. Und das liegt bestimmt an dieser Pommes, die sie sich vorher gesnackt hat. Ich komme nicht drauf klar, die lassen einfach Schildkröten gegeneinander rennen. Sie haben gesagt, wir müssen noch etwas bestellen, damit wir an diesem Tisch bleiben können. Also nochmal zur Verständnis, wenn man sich im Club einen Tisch holt, muss man auch so einen Mindestwert an Trinken bestellen, damit der Club halt nicht komplett miese macht. Die machen jetzt aber den Sparfuchs und wollen sich keine Flasche für 100 Euro holen, sondern bestellen sich einfach sowas. Boah, System gedribbelt. Ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist. Wie stark ist das denn? Würde es sowas bei mir hier im Club geben? Ich werde mir überhaupt gar kein Trinken holen, sondern die ganze Zeit dahin gehen und mir schön frisch gekochte Nudeln bestellen. Das kommt doch viel krasser an bei Frauen im Club. Schau doch mal auf diese 3 Liter Flaschen von Belvedere. Oh, wenn du dort eine Schüssel mit frischen Nudeln hast. Alle Frauen wollen zu dir. Er hat mehr verstanden als wir alle. Der Arme versinkt gerade in kompletten Depressionen, weil sein Bier dort kaputt gegangen ist. Er betet es einfach an. Er bittet wirklich Gott. Ey, wow, 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 das ist wirklich gottlos. Er betet einfach, damit Gott sein Bier wiederherstellt. Ey, 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 ey. Das ist eine Sünde. Hör auf damit, Mann. Hör auf. Das ist komplett falsch. Du kannst doch nicht beten in Bezug auf Alkohol. Nein, 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 nein. Ey, 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 das ist wirklich gottlos. Also ich habe so 3 Vermutungen, wo das passiert ist. Entweder in Frankfurt, in Berlin oder natürlich, ihr wisst es, in Duisburg. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr denkt, wo das passiert. Also ich denke ja, es ist in Duisburg passiert. Heutzutage werden Werbungen wirklich bis auf die letzte Millisekunde angepasst, damit es für den Zuschauer so anregend wie möglich ist. Dort wird wirklich mit solchen ekelhaften Tricks gespielt, damit die Leute sich denken, oh... Mann, das brauche ich. Das muss ich jetzt kaufen. Ja, und früher wurde das auch versucht. Da haben die auch versucht, die Werbungen so krass wie möglich zu machen. Michael. And now give it some razzadazzle. Okay, alles klar. Michael Jordan, seine Mutter, will jetzt hier irgendwie krass Basketball spielen. Dann zeig mal her. And now give it some razzadazzle.
Das macht Mom. Na, das ist nicht deine Mom. Irgendwas stimmt da nicht. Wieso sieht deine Mom hier noch so aus? Und eine Sekunde später sieht sie so aus. Ja, das ist alles, aber nicht deine Mutter. Und die dachten einfach, das fällt nicht auf. Nee, fällt bloß nicht auf, ne? She turned down her brightness settings. Yo. Einfach seine Mutter hat innerhalb von 2 Sekunden eine komplett neue Hautfarbe bekommen, plus ein Bart, plus eine andere Frisurform. Die haben sich ja wirklich Mühe gegeben mit der Werbung. Man sagt ja eigentlich immer, hey, trau dich doch einfach, sie anzusprechen. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Und ja, wenn du Bescheid weißt, dann weißt du Bescheid. Das stimmt auf gar keinen Fall. Kelly, quit the bullshit. Let's just end all the arguments and everything. Let's make this official. Will you be my girlfriend? Okay, wieso musstest du ihn so verletzen, Mann? Ein einfaches Nein hätte doch gereicht. Wieso so, als hättest du Angst vor ihm? Ey, der Arme, dem wurde bestimmt das auch gesagt, so, yo, komm, sprich sie an, Mann. Schreib ihr einfach mal, frag sie. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist Nein. Und dann bekommt er das als Antwort. Der Arme hat jetzt erstmal Trauma. Der wird für die nächsten 2-3 Monate erstmal keine Frau mehr ansprechen. In dieser Schule hier gab es eine Talentshow und ja, dieser Typ kam auf die Idee und dachte sich, es ist jetzt cool, wenn er einfach mal sein Talent vor der Klasse auf der Bühne zeigt. Und sein Talent ist dieses Lightsaber-Spiel, wo man so im Beat andere Dinge im VR zerschlagen muss. Ja, nur leider gibt's da ein winziges Problem. Der verbundene Laptop hat irgendwie das falsche Fenster ausgewählt. Und jetzt wird gar nicht auf der Bühne gezeigt, was er gerade so macht. Okay, und jetzt ist der Laptop auch noch ausgegangen. Bruder, der Arme denkt gerade, er rasiert wirklich, ne? Für ihn sieht das jetzt so richtig heftig aus. Er denkt gerade, yo, alle sehen seine krassen Tricks. Alle gehen gerade richtig verrückt auf ihn. Er wird safe gewinnen. Stattdessen sehen die Leute das hier. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ja, gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Ich meine, für ihn ist er immer noch der Gewinner. Er weiß halt nur nicht, dass, ja, niemand es gesehen hat und er sich gerade absolut zum Clown gemacht hat. Die klatschen sogar für ihn. Und die Mädchen stehen sogar auf für ihn. Der denkt wirklich, er hat gerade alles gefickt, ne? Der denkt wirklich, er hat alles auseinandergenommen. Schade, Mann. Ich saß gerade ebenso auf dem Klo und dachte mir nichts und dann bin ich auf dieses YouTube-Short gestoßen. Hey, are all these cars yours? Yeah. Oh, could I ask how much you pay monthly in car payments for 5 supercars? Like 90,000. $90,000 a month? Yeah. Ah, chillig. 90,000 im Monat einfach nur, damit man die Autos hat. Cool, Mann. Ja, super. Da fühle ich mich ja gleich richtig gut. Wer macht das? Welcher Geisteskranke bezahlt fast 100.000 im Monat dafür, dass man alleine nur diese Autos hat? Du kannst sie doch gar nicht alle fahren. Was bringt das? Es gibt einfach Familien, so paar zehntausende Kilometer davon entfernt, die einfach Nada haben. Die müssen einfach schauen, wie sie das Essen holen für ihre 7 Kinder. Und die bezahlt 100.000 im Monat für Autos, die sie nicht mal fährt. Unsere Welt ist wirklich verloren. How much is that for like each car? Yeah. Okay, well, the G-Wagon is like... Oh, aber ich muss sagen, geiles Auto, wirklich. 10... Yeah. 10.000? Like und deutsche Studenten müssen Arsch verkaufen, damit sie gerade noch die Miete für ihre Einzimmerwohnung zusammenbekommen. 20. And oh then my this, gosh. This is like 50 grand. That's like my net worth. Die lacht ihn einfach aus. Er sagt, er hat 50.000 net worth und sie lacht einfach. Ich hoffe ja wenigstens, sie hat das Cash auf einem guten Weg gemacht, auf einem Weg, den man vertreten kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, sie hat irgendwas erfunden, was der Menschheit hilft. So, dann sage ich nichts. Dann sei es ihr gegönnt, okay? Mach mit deinem Geld, was du willst. And then this one's like 25. 25k? Yeah. What do you do for a living to afford 5 supercars? I sell my cherry picks. What's a cherry pick? You know, like... Whoa. Gott. Ja, natürlich macht sie kein Geld auf einem ethischen Weg. Nein, natürlich muss sie ihren Körper verkaufen. Ist ja klar, ich kann das nicht mehr. Unsere Welt und unsere Generation rennt immer weiter auf den Absturz zu. Und sowas sehen dann die kleinen Mädchen und denken sich, oh my
Gott, ich will auch einen grünen McLaren. Ich muss jetzt auch meinen Körper verkaufen und gottlos werden. Bitte nehmt euch kein Beispiel daran, okay? Bitte, bitte. Es gibt doch einen Weg, so viel Cash zu machen auf einem ethischen und korrekten Weg. Alright? Findet Gott und lasst nicht den Teufel gewinnen und macht sowas. Oh. Do you wanna see it? Okay, yeah, can I see one? Oh. Na gut, hör auf, hör auf, hör auf. Verpiss dich, bitte. Hör auf. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Das hat mir gerade nochmal gezeigt, an was für einem Punkt wir uns gerade auf der Welt befinden. Eine 18-Jährige kann ganz einfach mit Bildern von ihren Hupen mehr verdienen als ein Doktor, der 10 Jahre studiert hat und täglich Menschenleben rettet. Die Welt ist wirklich eine Simulation, Mann. Hier kann man doch echt nichts mehr ernst nehmen. Das ist doch alles ein Witz. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Channel. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace out!